Einen wunderschönen guten Tag, Nalu. Ich grüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Strategy Command American Civil War gegen der Rockshop beim Vorbei. Lohnt sich. Oh, ist noch ein bisschen laut für mich. Müssen wir jetzt mal gucken. Oh, der Überstärke hat er gegeben. Weiß nicht, ob das jetzt für eine Brigade so sinnvoll ist. 1-1 ist okay. Das ist ein bisschen übel. 3-1 ist in Ordnung. Da könnte es ein Problem geben. Haben wir einen Partisan bekommen oder hat er einen Partisan bekommen? Bin mir gerade unsicher. Burg zerstört, Kontrolle, konföderierte Partisanen stören. Wo? Irgendwo ist so ein Partisan aufgeploppt. Hier, ich habe dir eine Partisaneinheit geschenkt. Ah. Oh ja, das ist natürlich kritisch. Dann darf ich nicht hier hinlaufen, dann muss ich hier hinlaufen. Okay. Also, jetzt gucken wir erstmal wieder nach hier. Ne? Hier haben wir uns erstmal festgesetzt. Das ist, glaube ich. So, okay. Du gibst Knallgas. Du gibst Knallgas. Das heißt, dass du da schon mal so reingehen kannst. Dann kannst du hier auch nochmal Knallgas geben. Die zwei sollten dafür reichen. Und du nach da. Lauf. Zieh vorbei. Zieh vorbei. Zieh vorbei. Jetzt müssen wir das später da runter belagern. Okay. So, jetzt haben wir hier theoretisch die Möglichkeit oder nach hier. Aktuell sehe ich mich ja eher hier. Okay. Also ihn hier anzugreifen interessiert mich gerade viel, viel mehr, den Van Dorn. Okay. Okay, jetzt ist die Frage, jetzt war ich mir unsicher. Ich glaube, ich bin von da nach da spaziert, weil ich gesagt habe, das kann frei bleiben. Aber andererseits 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sollten es einfach decken. Wir sollten das decken und das decken. Dann sollte er da schon mal nicht durchkommen. Also das heißt, du musst stehen bleiben. So. Dann kannst du theoretisch nach da. Okay. Das Problem ist, da hat er jetzt eine Einheit drin, genau. Da hat er jetzt eine Einheit drin, die ich nicht sofort ausschalten kann. Erstmal Lebenspunkte. So. So. Okay. Also den schalten wir jetzt erstmal aus. Der muss weg. Hier ist die Überstärke-Einheit. Ich weiß nicht. Also Überstärke mit einer Brigade ist halt jetzt nicht so geil. Also du brauchst erstmal Lebenspunkte. Du brauchst Lebenspunkte, darum brauche ich dich gar nicht nach vorne schieben. Dich kann ich keinen ernsthaften Schaden verursachen. Guck, 1, also 1 zu 3, die Überstärke hat sich null gelohnt, ne? Du gehst noch da. So. Lebenspunkte. Und du bleibst da stehen. Ja, passt. Wir könnten mal kurz hier raus. Du gehst wieder deinen Schuss da drauf, gehst wieder zurück und gehst wieder hier hin. Okay. Die Einheit hat mal ausgeschaltet. Jetzt kommen wir von links von Nischel näher ran. Jetzt ist die Frage, was wir mit ihm machen. Ich will ja eigentlich am liebsten irgendwie nach hier, Atlanta oder sowas, jetzt ihm hier ordentlich auf die Nüsse gehen.
Okay, ich will ihm den rückwärtigen Raum abschneiden, sodass er dann nicht mehr wegkommt. Am liebsten will ich auch noch rausfinden, wo sein Haku ist, damit ich ihm besseren Schaden zufügen kann. So, du machst jetzt erstmal den weg. Okay, das war nicht geplant. 7, mach den weg. Nee. Wie kriege ich den jetzt schnellstmöglich weg? Du Lebenspunkte. 2. 2. Oh nee, ey. So. Sehr gut. Hier ist jemand hingegangen. Da müsste man eigentlich jetzt mal ein Augenmerk drauf haben. Du gehst mal nach hier. Du gehst nach da. Den brauche ich hier eigentlich nicht. Der geht nach da. Du gehst nach hier. Dass wir hier nämlich einen Achter jetzt haben. Okay. Jetzt könnte man theoretisch ihn hier ausschalten. Es wäre auf jeden Fall gut. Ich weiß nur nicht, wo jetzt hier dieses eine Schiff ist. Ne? Das ist super ärgerlich. So. Und das andere Schiff hier wird mir jetzt gerade auch nicht angezeigt. Aber jetzt nicht ganz dramatisch. Wir müssen. Ah, das ist auf jeden Fall drin. Okay. Plündern. Plündern. Du gehst nach da oben. Schade, dass ich nicht in diesen Hafen kann. Ja. Wie viel Nachschub hast du hier oben eigentlich? Damit ich nach rechts hier noch kann, ne? So. Also ihn hier könnte ich tendenziell wahrscheinlich ausschalten. Ihn hier. Also ihn muss ich rausnehmen. Genau, ihn muss ich rausnehmen, damit ich von zwei Seiten da schon mal rankomme. Aber ich kann mit ihnen auf ihn nicht schießen. Ihn hier rauszunehmen wäre ja auch schon mal was wert, ne? Sehr gut. Dafür musst du zurück. Okay. 5 oder 6? Wir nehmen erstmal 6. Mach das und das und das. Der müsste geheilt werden. Also jetzt überlege ich eher, ob ich hier reingehe. Jetzt hat er denn dieses Schiff hier hinten irgendwo, ne? Das ist super ärgerlich. Ich kann hier hin. Ah, okay. Sehr gut, haben wir den nächsten ausgeschaltet. Wie hoch kann ich dich noch verbessern? Ein, ja. Erstmal so.
Ach komm, du kriegst erstmal Lebenspunkte. Wir sollten jetzt hier nicht mit den Lebenspunkten sparen bei diesen Einheiten. Du gehst jetzt erstmal nach hier. Du nach da, du nach da. Dann bist du für das nächste Mal, sagen wir es mal so grob vorbereitet, ne? Du bist vorbereitet, gestürmt zu werden. Also nächste Runde könnte Richmond fallen. Du könntest definitiv nicht mehr hier bleiben. Dich werde ich nächste Runde verlegen. Was mache ich mit dir? Ja. Einfach jetzt erstmal Waffen geben. Ist, glaube ich, das Sinnvollste. Ja, das ist das Sinnvollste, einfach die Waffen zu geben. So, du bist noch da. Okay, wieso war der nicht unterstellt? Obwohl mehr als genug Leute da waren. Okay. So, du musstest jetzt. Oh, ich könnte den verbessern. Stufe 3. Spicy. Dann gehst du nach hier. Dann gehst du nach da. Den wollte ich verlegen. Wohin denn überhaupt? Ich glaube, nach hier, ne? Das Problem, was ich habe, ich weiß nicht, wo sein Kackschiff ist. Und jetzt hier so lang, die Route lang, würde ich jetzt ungern gehen, ne? Fahr mal so. Okay, dann kannst du theoretisch hier nach Wilmington rein. Oder hier, ne, Jackson versuche ich jetzt selber so zu laufen. Ich warte noch eine Runde. Weil wenn ich jetzt mit dem losfahre, kommt er raus und killt mich. Ich müsste mit ihm verteidigen, um mit denen zu kämpfen. Vielleicht sogar mit denen in Kombination, um den hier platt zu machen. Also fahre ich eine Runde. Aber hier ist gut. Hier drücken wir es auch langsam zusammen. Da sind wir durch. Ja. Hätte ich jemanden, der das schaffen würde? Ich hätte ihn gehabt. Scheiße. Weil wenn wir jetzt sagen hier 3 und er macht auch nochmal 3, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sich verpisst. So, das haben wir. Einmal mehr da rein, um halt einfach genügend Kampf, also um schnell genug die nächsten Waffen zu bekommen. Aber jetzt ehrlich gesagt, so wirklich brauchen wir gerade keine Forschung mehr. So. Wir brauchen kampfstarke Männer. Das ist nicht viel. Ich habe jetzt eine ganze Weile gar keine Leute. Habe ich echt so viel für die Aufwertungen ausgegeben? Oder hat er aber gute Arbeit geleistet, der Darok? Andererseits, ich habe halt doppelt so viele Truppen wie der, ne? Also, der kämpft auf dem letzten Zahnfleisch, ne? Das einzige Gute von dem ist halt noch, der hat noch ein paar Schiffe. Davon ist aber eins oder zwei. Also einen hat er hier. Dann hat er noch einen hier. Zwei. Nummer drei. Und dann hat er hier hinten noch einen vierten. Die Frage ist halt, ob der noch einen fünften hat von den großen Schiffen. Das weiß ich nicht. Aber ich habe gar nicht auch. Also der hat meine Flotte schon gut dezimiert. 18 Schiffe nur noch. Das hier ist die größte Flotte. Und dann halt die Flussschiffe kannst du ja nicht zählen hier für die Plünderungen. Also die Plünderungen sind schon so ziemlich hinüber. Besonders, weil ich halt die Kanonenboote hier eher oben halte, ne? Gut, das ist meine eigene Entscheidung, aber das passt schon.
So. Staunton, ja. Williamsburg. Neun, das passt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.